Was in diesem Video passiert? Schon mal mit Fan geschlafen. Oh, wow. Damn! Alter. Und auf einmal pisse ich mir voll in die Hose und wir sehen das alle. Wer von euch hat einen höheren Bodycount? Oh mein Gott! Mach du mal eine Anmod, mach mal eine richtige YouTube-Anmod einmal. Oh mein Gott, Leute, ich bin hier mit Theo Karoff und wir drehen heute Spicy Challenge. Das bedeutet, ihr habt uns auf Instagram unangenehme Spicy Fragen gestellt, die wir nacheinander beantworten. Will einer dazu nichts sagen, haben wir jeweils Tabasco, diese super scharfe Soße und Nachos, mit denen wir uns die Soße zuführen. Willst du erstmal Nacho so probieren? Das ist veganer Käse, vielleicht schmeckt er auch richtig scheiße. Kann ich mir gut vorstellen auch. Paula, willst du auch mal einen Nacho? Ja. Hallo. Komplett Überforderung. Was ist das? Ach so, fast vergessen. Als letzte Stufe haben wir noch diese super scharfe Chili. Red Hot Chili Pepper. Also dann, let's go. Du hast eine komische Schrift, Tobi. Ja, ist sehr hässlich. Die letzte Influencerin, mit der ihr was hattet. Oder mit der du was hattest. Oh mein Gott. Gut. Okay, jetzt ist es echt schon kritisch an. Na, Chili-Sauce oder? Aber nicht. Ist die letzte, mit der du was hattest? Ja. Influencerin? Ich glaube, es war die letzte. Okay, also. Ach, wobei, nein. Ach ja. Da war ja noch jemand. Ja, weiß ich. Nee, also, okay, nee, dann erst recht. Warte, komm, ich mach mal noch nicht. Ich mach erstmal locker hier. Nee, tu mal bitte bei mir rein, das ist ja voll Quatsch. Das ist jetzt einfach Tabasco, ne? Das ist nicht so schlimm. Okay? It's nothing. Ja, aber wenn das. That's für a fucking joke, man. So, mach ich mal weiter. Was ist das Peinlichste, was dir beim Sex passiert ist? Oh ja. Wirklich? Ja. Da fällt mir was ein. Ich glaube, das Peinlichste, was mir beim. Das ist so schlimm, weil ich hab Paula, ich kenne dich echt seit. Ein paar Stunden irgendwie, nicht mal Minuten. Das ist Bro, das ist nicht schlimm. Okay, also nur ein kleiner Tipp an euch, falls ihr noch zu Hause wohnt mit euren Eltern, ist masturbationsmäßig peinlich. Macht das nicht mit Kopfhörern. Ja. Ich habe einfach Ultra-Instinkt dafür, ich habe immer mit Kopfhörern gemacht. Wirklich? Ja. Nee, ich habe einfach so, ich habe gemacht, hatte Kopfhörer auf und habe so die Tür hinter mir zufallen hören. Uff. Also genau, und da habe ich mit meiner Mama auch nie wieder drüber geredet. Vergib mir. Ich esse mal trotzdem ein. Ja, aber mach nicht mit Soße, das muss ja eine Strafe sein. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Dann esse ich einfach so an. Hast du schon mal jemanden entjungfert? Das sind ja nur Sexfragen, Tobi. Ja. Hab ich. Wurdest du auch schon mal entjungfert? Hey. Du bist so dumm. Wer von euch hat einen höheren Bodycount? Da sage ich dir jetzt meine echte Zahl. Ja. Und du sagst mir auch deine Zahl. Aber flüssig. Derjenige, der höher hat. Ich sag jetzt die echte zu dir, ne? Ja. Okay. Du musst doch vergleichen können. Hört mal nicht zu oder so. Hä, hey, findest du das schlimm? Nein, finde ich nicht schlimm. Also wir können das ja auch rausschneiden, aber ich würde halt einmal so damit. Sag mal ganz kurz, wie viel stelle ich bei dir? Teil. Nee. Das ist ein Joke. Nein. Aber okay, dann habe ich. Gut. Hä, hey, nein, sag doch jetzt Real Talk. Weiß ich nicht mehr. Höher? Oder so. Ja, ja, okay, gut. Warte, dann lass doch einmal hier, damit man das reinschneidet. Digga, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Oh mein Gott! Digga, wie eklig! Ja, du musst du aber. Bist eine du musst essen. Ja, weil ich den niedrigeren habe. Und du noch. Noch schlimmer bist. Noch eine größere. Okay. Guck mal, ich. Oh, nee. Oh, der hat sich richtig reingeweicht gerade. Das hast du jetzt verdient. Ach, Mann. Hey, das ist ja schlimm scharf. Das ist ja richtig schlimm scharf. Hey, ist das nicht der Bastard? Das ist einfach. Das ist klein, oder? Oh, ich kann gar nicht scharf. Willst du probieren, Paula? Das ist ja nothing. Bitte. Hier, das ist das, was er gerade gegessen hat. Warum hat deine letzte Beziehung nicht funktioniert? Die diplomatische Antwort wäre dann halt immer einfach zu sagen, es hat einfach nicht gepasst. Man hatte einfach unterschiedliche Vorstellungen. Sie hing an ihrem Ex. Ah, okay. Ich glaube, eigentlich muss ich noch eine Beziehung danach dann. Das ist so eigentlich die letzte. Es hat einfach meine Vorstellung von echter, wahrer Liebe nicht erfüllt, leider. Schön, dass du so ehrlich bist. Das Mädchen muss in den Arm genommen werden, glaube ich. Oh, wirklich? War schlimm? Ja, klar. Kannst du gut Schluss machen? Nee. Wie machst du? Muss einfach sagen. Kannst du mit Paula einmal Schluss machen? Paula hat keinen Bock mehr auf dich, sorry. Mein Bruder. Nee, oh, sind Mann. Keine Geschwister mehr, sorry. Alles klar, ich mache weiter. Junge, du hast eine Schrift, Alter. Gefällt es dir, von Fans erkannt zu werden? Na, kann man schon ehrlich sagen, ne? Ja. Ja, oder? Gefällt dir? Ja. Mir auch. Mir auch. Weil wir sind. Das macht halt so real, weißt du? Macht real und weil wir selbstgefällige Wichser sind halt auch. Ja, man kann es halt so negativ dann darstellen, formulieren, aber. Nein, natürlich. Bestätigung. Was vorher halt alles nur so Zahlen waren und irgendwelche DMs oder so, macht dann halt echt. Ist halt einfach angenehm. Na, und du kannst, man verliert das Verhältnis zu Zahlen so, ne? Also, keine Ahnung, dann weißt du nicht mehr, was 100.000 bedeutet oder so. Und dann ist es natürlich krass, angesprochen zu werden. Und meine Fans sind extrem lieb immer.
Die sind deine so? Alte ganz Männer, viele. Oder? Ja, ganz viele. Ganz viele. Also meistens erkenne ich meine Fans daran, dass wenn ich mich so irgendwo umdrehe, auf einmal steht da so ein 40, 50-Jähriger mit einer Halbglatze und wichst sich dann. Alter. Okay, machen wir weiter. Ich bin da. Nimmst du Drogen? Alkohol, safe. Und die anderen Sachen? Nee, nehme ich nicht. Mhm. Ja, wirklich nicht. Wirklich nicht? Nee, ich mag auch kiffen nicht. Wirklich? Auch nicht. Also ich habe schon mal gemacht, aber ich mag kiffen nicht. Top or bottom? Krass, finde ich so eine unangenehme Frage irgendwie. Würdest du es aber beantworten? Ja. Ist schon unangenehm, ne? Schon top, ja. Okay. Ja, aber da habe ich es jetzt eigentlich beantwortet. Ah, nee, warte mal, dann warte. Was war dein peinlichster Moment in der Öffentlichkeit? Ich nehme trotzdem einen, aber die Story kann ich erzählen, weil das ist unnormal lustig. Ich mache auch einen mit aus Solidarität. Aber ja, einen guten Geschmack, wenn man auf Verbrennung steht. Der erste Geschmack ist halt echt lecker. Ich hab's so ganz, hab's ganz blöd auf die Zungenspitze bekommen. Okay, mein peinlichster Moment in der Öffentlichkeit. Da war ich wirklich, ich weiß nicht, 8 Jahre alt oder 7 oder so. Immer mit den Nachbarskindern haben wir halt draußen gespielt und wir haben so, ich glaube, Räuber und Gendarmen gespielt. Mhm. Und dann, die Verbrecher mussten sich halt dann auch irgendwie verstecken. Alle waren schon gefunden, all meine Freunde waren schon zusammen auf dem Spielplatz und ich war noch so hinter einem Berg. Und ich war da so irgendwo zusammengehockt in einem Busch. Ich musste aber so hart pissen. Ich hab dann, bin dann so rausgerannt und ich konnte damals als Kind so mit 7 Jahren meine Pisse noch nicht einhalten. Und was ich dann gemacht habe ist, ich bin dann einfach wie so aus dem Nichts, wie so ein Frosch rausgesprungen und hab da so, die dachten sich so, hey, what the fuck, was war der? Wie, 11? Das war letzte Woche. Okay. Denk mal, ich bin da so raus wie ein Frosch, mach da so, wah. Wow, versuch so Froschgeräusche zu machen. Ich so, what the fuck? Und auf einmal pisse ich mir voll in die Hose und die sehen das alle. Wir haben direkt neben dem Spielplatz gewohnt. Meine Mama hat das gesehen und zieht mich so an der Hand und zieht mich dann wieder nach Hause. Aber die dachten sich so, das ist der dümmste Junge, den wir jemals gesehen haben. Ich bin einfach wie ein Frosch rausgesprungen. Aber warum? Für den Frosch habe ich nicht verstanden. Weil ich so halbwegs dann so, wenn ich mich gebeugt habe, so meine Pisse einhalten konnte und wollte das überspielen, indem ich so tue, als würde ich wie ein Frosch spielen. Das ist doch logisch. Extrem dumm. Willst du die probieren? Probier mal den Schluck. By the way, der Käse macht ja eigentlich die Soße wieder ein bisschen wett, ne? Nur ein bisschen. Es ist schon schärfer, aber es ist nicht so schlimm. Ist die nicht so? Na, die brennt in meinem ganzen Mund eigentlich. Ja, aber angenehm noch. Warte, es kommt gleich. Aber findest du den Tabasco schlimmer? Ja, wollt ihr mich verarschen? Ja, wart ab. Dann nimm mal einen Schluck hier oder so. Ja! Aber weil mein Rippe. Guck mal, aber wenn du es gar nicht schlimm fandest, dann kannst du mal so einen großen nehmen, oder? Was? Ist leicht. Ja, das ist kein Problem für dich gerade. Also es brennt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ho, ich sterbe. Wie langsam. Wie kommt das? Ja. Wollt ihr auch? Paula, willst du auch mal so eine Frage hier beantworten? Ja, komm. Okay. Warst du schon mal in eine Freundin verliebt? Oder Freundin. Freund, ja. Du scheißt ja richtig rein gerade. Wieso? Mit der Schere. Wieso? Wieso? Ja, lach mich doch. Habt ihr Milch? Kann ich. Ah, ja, genau, oh Paula. Oh mein Gott, Alter. Ey, das ist doch nicht so. So vollgenommen, Alter. So schlimm. It's alright, you know. Hast du schon mal rumgeknutscht? Shut the fuck. Hast du schon mal rumgeknutscht und dich später nicht mehr an die Person erinnert? Nein, ich habe echt noch nie was vergessen von Alkohol. Wirklich? Ja. Krass. Als Belohnung dafür nehme ich noch ein bisschen. Ja, aber dann wirklich, wenn du es okay findest, dann würde ich auch vorschlagen, dass du mehr nimmst. Ja, das mache ich dann halt als Strafe, wenn ich die nicht beantworten will. Wieder die Milch bringt gar nichts. Ist ja auch Hafermilch leider. Also keine tierische hier? Nee. Ja, dann bringt das ja was. Hast du irgendwelche tierischen Produkte hier? Das bringt schon was. Nee, bringt gar nichts. Du brauchst das Fett gar dann. Ist es so scheiße? Es geht gar nicht. Ja, nein, wirklich? Dann nimm ein bisschen Olivenöl, das hilft. Olivenöl würde helfen. Ja, nicht Rohöl, ich meine so hin und her spülen. Als ich auf Bali war, da bin ich so viel feiern gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr. Gar nicht. Okay, guck mal, ob wir noch hier Kuhmilch haben. Bestimmt haben wir irgendwo Kuhmilch. Ich stehe ganz nicht okay. Und da kommen so Klumpen raus. Das ist alles schon vorbei. Egal. Was. Die ist, glaube ich, nicht mehr gut, aber bringt bestimmt trotzdem was. Nee, ist aber haltbar. Müsste okay sein. Hattest du noch nie einen Filmriss? Nee, noch nie. Ah, krass. Ich habe mal 2 Monate keinen Alkohol getrunken. Dann wurde ich aus Versehen gebucht als der offizielle Absolut-Wodka-Botschafter von so einer Party. Und dann habe ich halt einfach alle Verhältnisse verloren. Bin dann. Willst du kurz rumfahren? Nee, komm gleich um genau 20 Uhr mache ich dann. Meinst du, das ist wichtig für dich oder ist das so eine... Ja, das ist so ein Tick. Ich weiß gar nicht, wie die Filmrissgeschichte weiterging. Vielleicht ist die auch nicht so spannend. Ja, die war gut. Schon mal mit Fan geschlafen.
Wie man es definiert, ne? Weil wenn jemand da einfach über Insta anschreibt, das sind nicht direkt Ultra-Fan. Aber wenn jemand so wirklich so, weißt du noch, da beim Lollapalooza, als dieses eine Mädchen uns alle umarmt hat und dann geweint hat, das wäre schlimm. Ja. Ja, aber wenn einen jemand kennt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Das würde ich nicht direkt so sagen, ja, Ultra-Fan oder so. Das ist einfach so, jemand kennt einen und findet vielleicht die Videos zu. Ich finde einfach, weil wir Influencer-Ficker sind, müssen wir jetzt mal so ein Stückchen Chili essen. Ich habe da die Frage nicht gehabt. Willst du nicht ein Stückchen Chili essen? Ja, gleich bei der nächsten. Okay. Boah, ich habe es ein bisschen in meinem Magen gerade. Wie zufrieden bist du mit deinem Körper? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn wir jetzt nur von Optik reden, ich würde so sagen 7,5. Mhm. Was fehlt dir? Mehr. Soll ich auch mitessen, einfach aus Solidarität? Ja, komm. Solidarität? Wollen wir machen, richtig drauf rumkommen oder einfach runterschlucken? Safe drauf rumkommen, sonst bringt es ja nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen, weil es ist ja nur in den Kernen die Schärfe. Das ist ja Erfrischung nach der Soße, oder? Ich glaube, es kommt gerade. Okay, die ist auch einfach bitter und scharf. Okay, doch, die ist schon schärfer. Aber oh, die zieht ja direkt. Die ist schärfer als die Soße. Oh mein Gott. Oh. Ja. Oh. Oh, damn. Wow. Leute, das ist eigentlich physikalisch nicht möglich. Hey, jetzt Feierabend. Bist du traurig darüber, dass du den nicht getroffen hast? Schon ein bisschen, aber ich wäre nicht für ihn um 9 Uhr morgens aufgestanden. Ja, krass. Warum warst du heute um 5 Uhr morgens im Gym? Weil ich nicht schlafen konnte. Hm. Geht's noch? Schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich hatte keine Kerne einfach. Ja. Ich will auch, dass es mir so schlecht geht wie dir. Achso, du musst auf den Kern beißen, der ist viel schärfer. Beiß auf den Kern. Willkommen. Oh, was machst du? Oh mein Gott. Hast du einen ungewöhnlichen Fetisch? Eigentlich ist es sogar für mich zum Vorteil, wenn ich das erwähne. Dann ziehe ich die richtigen Leute an. Ich stehe so hart auf kurzen Rock mit Strumpfhosen. Generell Strumpfhosen. Tennisröcke sind es für mich. Tennisröcke sind okay. Nein, das ist auf jeden Fall mein. Viele haben da so ein Ding für. Aber bei mir ist es echt Strumpfhosen. Strumpfhosen ist mein Ding. Ein Girl kann wirklich für mich persönlich eine 7 sein. Und sie tört mich direkt an, wenn sie eine Strumpfhose anhat. Das ist richtig schlimm. Das ist ein richtig randomer Fetisch, Alter. Das ist echt extrem random. Ja. Was ist dein Bodycount? Hä? Ja. Ach so. Ja gut, stimmt, du hast ja noch nicht gesagt. Ja, genau. Und ich sag's auch nicht. Mach doch einen fetten Dip mit der Soße. Nein, übertreib nicht. Dann kommst du ja gar nicht klar. Digga, nein. Du bist so dumm. Als ob du schon direkt spürst. Ja, ich hab. Ja, das wird gleich noch schlimmer dann. Du brauchst richtige Milch. Ja, ne? Wäre krass, wenn ich jetzt mal vegan. Achso, ja. Du musst kurz deine Prinzipien über Bord werfen und richtige Milch trinken. So hört sich Theo beim Sex an. Genau so. Krass, dass Jungs so sind. Wusstest du das, Paula? Sie weiß Jungs gar nichts. Trauen sich nicht zu stöhnen. Aber es gibt tatsächlich Mädchen, die komplett unerfahren sind, die sich daran gewöhnt haben, auch ruhig zu sein. Die können es dann auch nicht. Aber da hat man einfach so Sex. Ja. Es gibt wirklich, weil es gibt hier eine Theorie, der einzige Grund, weshalb Männer das nicht machen und wieder dann so antrainieren müssen praktisch, ist, weil sie sich daran gewöhnt haben, beim Masturbieren halt, wenn sie Teenager sind, die Fresse zu halten. Und extrem leise. Genau. Oh, das zieht richtig an meinen Magen gerade. Echt? Mhm. Krass. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Oh mein Gott, was haben wir denn für einen Tag? Lass einmal. warte mal, darf ich dich eine kleine Challenge oder so? Wer länger her Sex hatte, muss einmal da nochmal reindippen mit dem Chili. In die Schau. Dienstag oder Montag gestern oder so. Du gestern? Fuck. Okay, aber dann mache ich in die kleine. Nee. Hast du in die große gemacht? Ich habe in die Suicide gemacht. Okay. Nein, mach in die kleine, Digga, wenn du dich damit Bruder machst. Nein, mir geht's gut. Nein, mach doch in die kleine. Also ich bin nicht so. Nein, so hey, du kannst doch in die kleine machen, alles gut. Nee, ich mag's groß. Nee, ich will die nicht ganz essen. Boah. Ich war Verschulungen abgewischt. Nein, ja. Upsi. Kurz 8. Chakra geöffnet. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich gewöhne mich langsam dran. Geil. Dann wären wir so Schärfe-Guys. Kann einer aus dem Publikum zufällig Lust, auch nochmal hier reinzudippen? Kommst du her? Geil. Nochmal! Warum bin ich überhaupt beteiligt? Mach das, du musst doch nicht, mach's nicht. Wenn Eduard sagt, mach's nicht. Du schaffst es nicht. Nee, mach's nicht. Paul, du schaffst es nicht.
keine Schwäche zeigen, aber er weint einfach! Er weint! Nein, ich bin einfach nur gerührt, dass ich hier mit meiner Schwester und so engen Freunden gerade bin. Ey, ganz kurz, der Trick 17 an alle Beteiligten, ne? Nicht jetzt irgendwie ins Gesicht fassen. Ah, wie klug! Ja, man kann das schon aus Versehen. Jeder ist ein Hunderhaar dran. Wecki, wecki. Trust me, mach's nicht. So ein kleiner. Okay, Pokerface. Es kommt gleich, du schaffst es nicht. Was soll ich machen? Sterben? Nein, das ist gar nicht scharf. Nice! Oh, das war voll hart! Ich brauch auf, genau. Ich hab bei der Kamera, Alter. Ja, wird noch schlimmer gerade, aber es geht schon. Komm mal her, wir beantworten zur dritten Frage. Welche Musik hast du beim Sex? Was gerade bei Netflix läuft. Das ist halt kein Joke. Ich habe noch nie beim Sex Musik gehört, glaube ich. Machst du dir nicht die Mühe nochmal kurz? Nee. Geht gar nicht klar. Ja, geht gar nicht klar. Hast du diese Musik besonders gern? K-Pop oder so? Ja, klar. Nicht so, Little Amadeus. Kennt ihr noch von früher? Little Amadeus, kennst du? Ja. Amadeus. Nein, Little Amadeus, das ist Little Amadeus. Ja, das ist nicht. Ey, du, nicht sind zu alt. Drei Fragezeichen. Ich höre immer Live-Musik, weil dann kriegst du noch Applaus alle paar Minuten. Das ist ganz geil. Ich finde Schiffern richtig. Woo! Erst mit drei. Geil! Das ist zu scharf, um richtig zu lachen, I'm sorry. Das ganze Ort, an dem du Sex hattest. Im Wald, direkt neben der Straße. Ja. Ich beantworte alles, I don't care, ich will nicht nochmal. Wir haben hier nie die Regeln voll über Bord gemacht. Ach so. Theo, hast du wirklich einen Fußfetisch? Wegen der Klicks kann er das nicht droppen. Also drum, du viele Kerne. Oh mein Gott, du hast so viel Biss. Alter. Meine lieben Freunde, danke schön fürs Einschalten von dem Video. What the fuck? Kurz nochmal. Oh, so doof. Und Paula, wie geht's dir? Kurz Statement von dir. Great. Guckt euch mal mein Gesicht an. Oh mein Gott, was geht mit meiner Frisur? Warum macht mein Gesicht nicht? Wenn ihr dort auf keinen Fall wieder in den Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Bis dann. Schabab. Schabab.